Hallo vom Medien, liebe Zuschauer, es ist wieder soweit. Wir reden wieder über Politik. Am 14. März wird jetzt wieder Rheinland-Pfalz der Landtag gewählt. Und deshalb reden wir wieder über Politik. Und heute haben wir als Gast Frau Melanie Veri-Sims. Sie gehört der Spitzenduo der Partei Die Linke an. Ich sag mal, vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns hier sich Zeit genommen haben, dass Sie extra hierher gekommen sind und mit uns hier das Medienteam zur Verfügung stehen für die Fragen zum Wahltag, Landtagswahlen, was jetzt am 14. März hier stattfinden wird. Ja. Wie jetzt zum Beispiel bitten wir, stellen Sie sich den Zuschauern doch einmal vor, damit die Zuschauer wissen, wer Sie sind, was Sie machen und warum Sie hier sind. Ja, als erstes mal auch vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Also ich habe mich total über die Einladung gefreut. Ich finde, das ist ein richtig tolles Format, was Sie hier erarbeitet haben. Ja, mein Name ist Melanie Veri-Sims. Ich bin 37 Jahre alt, Mama von 4 Kindern, komme von gar nicht so weit her. Ich komme eigentlich aus Mertesdorf, aus dem Ruvertal und wohne aber jetzt in der VG Thalfang. Bin da auch Kreisvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag. Noch nicht, aber vielleicht im Kreistag. Und bin Spitzenkandidatin der Linken Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl. Zunächst unsere drei Einstiegsfragen, die habe ich auch die anderen Spitzenkandidaten schon gestellt. Von daher, welche Vorteile habe ich als beeinträchtigten Menschen, wenn ich ihre Partei wähle? Ja, also für die Linke ist generell natürlich Inklusion ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist aber auch kein separates Thema. Also wir sagen, dass Inklusion in jedes einzelne Thema mit reinfließen muss, weil wir für Chancengleichheit stehen. Das heißt, wir möchten, dass alle Menschen, egal ob die Menschen reich sind, arm sind, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, ob sie jung sind oder alt, dass alle Menschen einfach die gleichen Chancen haben. Und dafür setzen wir uns überall ein. Was macht Ihre Partei konkret, um das Leben von Menschen mit beeinträchtigten Menschen zu verbessern? Also wir setzen uns überall für Barrierefreiheit beispielsweise ein. Das gilt natürlich für öffentliche Gebäude oder aber auch für die Sprache. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, einmal für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch ganz generell für beispielsweise Videos. Wir haben unseren Wahlwerbespot zum Beispiel jetzt gerade präsentiert und da sieht man einerseits die Sprache, das heißt jemand, der auch nicht hören kann, der kann das lesen. Jetzt gerade oder haben Sie vor kurzem? Genau, gestern. Genau. Und wir haben halt darauf geachtet, dass das gelesen werden kann. Es kann aber auch gehört werden. Also wir versuchen auch da in den Bereichen wirklich barrierefrei zu arbeiten. Und dass man das wirklich überall nochmal ganz, ganz groß betont, egal ob das im Kreistag ist, in einem kleinen Dorf oder im Bundestag, dass das wirklich in jedes Thema mit reinfließt, die Barrierefreiheit. Und natürlich ist es auch ganz wichtig und dafür setzen wir uns auch überall ein, dass Eltern auch von Kindern mit Beeinträchtigungen, dass die unterstützt werden. Ich selbst sitze ja auch im Kreistag und habe eine ganz liebe Frau da für mich im Beirat für Menschen mit Behinderungen und sie hat einen Sohn, der ist knapp 30 und hat auch einige Beeinträchtigungen und die setzt sich so enorm für die Menschen bei uns im Kreis ein und die erzählt mir immer aus ihrem Leben und da sieht man einfach in der Realität, wie weit weg wir in Rheinland-Pfalz noch davon sind, dass es dann auf dem Dorf Gemeindehäuser gibt, wo die Menschen mit Rollstühlen beispielsweise einfach nicht reinkommen. Oder man ihnen sagt, na, gehst du halt einfach hinten rum, da ist dann eine Möglichkeit. Also, das ist unmöglich. Aber hinten rum sieht es dann auch nicht gerade rosig aus. Ja. Es ist so, natürlich ist das für mich auch, vor kurzem war ich auch in Mainz, musste man erst einen Parkplatz suchen. Mhm. Stand man da, mussten erstmal ganz viel suchen und machen, ehe wir einen Parkplatz gefunden haben. Okay. Ich glaube, das sehen viele dann als so eine Kleinigkeit, aber weil die Menschen, die das entscheiden, nicht selbst betroffen sind.
Und das ist halt auch so ein Problem, dass über die Menschen gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Das heißt, das ist also das hier, finde ich deswegen so, so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und dass sie dann auch sagen können, okay, da hakt es einfach und da möchte ich, dass sie sich dafür einsetzen. Was verstehen Sie denn unter Inklusion? Also das habe ich natürlich eben schon so ein bisschen vorweggenommen, sage ich mal. Also Inklusion muss überall stattfinden. Das ist in der Schule allein schon, dass die Kinder alle gleich behandelt werden, dass man niemanden ausschließt, dass man wirklich schaut, dass überall Teilhabe passieren kann. Also jetzt nicht nur, was Bildung angeht oder auch was die Arbeit angeht, sondern ganz einfache Dinge, wie mal ins Kino gehen oder ins Theater gehen. Das ist für mich Inklusion. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man im Prinzip irgendwann gar nicht mehr über Inklusion sprechen müsste, weil es eigentlich normal sein sollte. Es müsste eigentlich total normal sein, ja, dass alle Menschen gleich behandelt werden und dass Menschen mit Beeinträchtigungen die gleichen Möglichkeiten haben wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Ja, weil was lassen Sie uns weiter über Inklusion reden. Was steht denn über Inklusion aktuell im Wahlprogramm drin? Aber das haben wir ja schon. Im Prinzip genau die Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Ja. Wir fordern natürlich auch, dass es in Rheinland-Pfalz ein richtiges Konzept gibt, einfach eine Strategie, damit die Themen alle abgedeckt werden. Also nicht, dass man sagt, okay, da ist dieses kleine Thema Inklusion und darüber sprechen wir mal, wenn da jetzt gerade mal Wahlkampf ist. Ja. Nee, das muss immer Thema sein. Also egal, worüber man spricht. Man sollte immer auch daran denken, egal ob es jetzt darum geht, weiß ich nicht, wenn irgendwie ein neues Gebäude errichtet werden soll, dann muss man halt genau die Dinge fragen. Also das heißt, Sie wollen auch, dass es Inklusion immer noch nicht immer benutzt wird für den Wahlkampf. Das soll einfach schon in der Politik schon drin sein. Es muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, auch dass automatisch dran gedacht wird, dass man dieses Thema gar nicht so, also ich finde es total schwierig, dass man das Thema immer separat sieht, dass man das alleine sieht, sondern es muss überall mit einfließen. Es sollte gar keine Frage sein, dass es separat behandelt wird, sondern hey, wir bauen eine neue Schule, was muss gemacht werden, dass alle dort barrierefrei Teilhabe haben können. Ja. Jetzt in Ihrem Programm steht auch etwas über emanzipierte Behindertenpolitik. Was heißt das? Sollen die Menschen mit Beeinträchtigungen sich selbst um ihre Belange kümmern? Die können das ja gar nicht. Sie können sich ja nicht drum kümmern. Ich denke, dass das natürlich ganz drauf ankommt. Ich glaube, da muss man wirklich die Menschen wirklich als einzelne Personen anschauen, mit ihnen sprechen und schauen, wo ist das möglich und wo nicht. Weil es gibt ja definitiv Menschen mit Beeinträchtigungen, die arbeiten gehen können und auch möchten, die auf eine ganz normale Schule gehen möchten. Das ist für mich persönlich, auch als Mama von 4 Kindern, ein ganz wichtiges Thema, dass die Kinder nicht, ich sag jetzt mal, ausgesiebt werden und gehen dann in eine separate Schule, sondern dass die Kinder miteinander lernen können. Dass sie einfach mit Behinderten in eine normale Schule zusammen sind. Genau, ja. Besonders haben Kinder ja da überhaupt gar keine, also nicht solche Vorurteile wie wir Erwachsenen. Wir gehen mit so vielen Vorurteilen in alle Gespräche rein und haben vielleicht auch Berührungsängste. Und ich finde, dass man gerade, wenn die Kinder noch klein sind, denen ist das total egal, ob ein Kind so geht wie das andere Kind, ob das Kind vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder so. Und wenn man dann irgendwann nach der Kita einige Kinder, ich sag jetzt mal, rausnimmt und in eine andere Schule steckt, finde ich das total fatal, weil man muss ja die Kinder bekommen das hin und dann muss halt nur das Personal so geschult werden, dass auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder auch eingegangen werden kann. Ja. Sie fordern ein landesweites Strategie, um Inklusion von behinderten Menschen zu fördern. Wie sieht die denn konkret aus? Also damit eben das, was ich eben sagte, dass Inklusion einfach in jedem Themenbereich erkannt wird und immer wieder betont wird, ist es ganz wichtig, dass beispielsweise die Gesetze, ich sage jetzt mal, gescannt werden, dass man wirklich Tabula Rasa macht und von Anfang an alles nochmal auf links krempelt. Man muss wirklich sich die
Ja, man muss sich die Gesetze anschauen, wird wirklich immer geschaut, dass alle Menschen dort angesprochen werden und dass alle die gleichen Chancen haben. Und das ist natürlich ein ganz langer und schwieriger Prozess, aber das ist das, was wir fordern. Sie wollen sogenannte inklusive Schulen machen, aber haben wir Schulen? Wie soll das denn funktionieren? Was passiert denn eigentlich mit den Förderschülern? Also wir wollen die Schule für alle. Das bedeutet, dass man nicht erst in die Grundschule geht und dann wird man aufgeteilt in verschiedene, ich sage jetzt mal Hauptschule, Realschule, Gymnasium, sondern dass wirklich alle Kinder erstmal die gleichen Einstiegschancen haben. Und da muss es auch total egal sein, ob ein Kind eine Beeinträchtigung hat oder ob ein Kind vielleicht reiche Eltern hat oder arme, also sondern alle gehen zusammen in die gleiche Schule. Und da ist es natürlich ganz wichtig, und da haben wir auch eine ganz tolle Kandidatin auf Listenplatz 3, die sich nur mit dem Thema beschäftigt, die auch immer wieder sagt, wir brauchen natürlich dann ganz, ganz viel Personal. Da muss natürlich viel Geld reingesteckt werden, damit man auch schauen kann, dass kein Kind irgendwo untergeht. Es gibt ja Kinder, die vielleicht ein bisschen langsamer sind. Es gibt Kinder, die total schnell sind, die sich dann total langweilen und Blödsinn machen. So meine Tochter ist so. Die ist mit allem total flott fertig und hat dann nur Blödsinn im Kopf. Und auch solche Kinder muss man ja auffangen. Und da muss es einfach Lehrerinnen und Lehrer geben, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die halt sich um die Kinder kümmern. Und wenn es die Förderschulen nicht mehr gibt, dann ist das Geld ja auch dann da, um das da reinzustecken. Sarah Wagenknecht, die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, hat gesagt, die Linke sei nur noch eine Partei für Leute, die studieren haben. Das wäre so, weil die Sprache der Linken kompliziert ist und es gibt gar nichts auf leichte Sprache. Warum? Ja, ich habe das auch gelesen, dass Sarah das sagte, und ich finde es auch total gut, dass sie das aufgreifen, weil, also das stimmt teilweise. Wir haben natürlich auch immer ein Programm in einfacher Sprache. Ich habe das erst bestellt, es ist noch nicht druckreif da, aber ich habe es einfach mal, ich habe keinen Farbdrucker, ich habe es auf schwarz-weiß ausgedruckt und einfach mal mitgebracht. Also wir haben auch immer unser, so die großen Punkte in unserem Programm haben wir immer auch als Wahlprogramm in einfacher Sprache. Aber generell stimmt das. Also ich glaube, wir Politikerinnen und Politiker, wir sprechen häufig so, dass wenn man sich vielleicht gar nicht so viel für Politik interessiert, dass man es gar nicht mehr versteht. Mhm. Also wir benutzen ganz viele Abkürzungen und irgendwelche Fachwörter, und ich glaube, dann außerhalb der Linken versteht das dann keiner. Und ich habe das Glück, dass meine Kinder mir das dann ganz regelmäßig sagen, so Mama, was? Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen es, meine Fragen kommen immer an, aber ich glaube, die Linke hat auch eine leichte Form von leichte Sprache, die linke Partei wählen sollen. Aber ja, jetzt haben wir, Sie sind, war mal richtig, ja, und ja, sind Ihre Meinungen nach Menschen mit Beeinträchtigung in Rheinland-Pfalz genügend vertreten? Also mit vertreten meinen Sie ja, ob man die Stimme laut genug hört, oder? Also ob man, nee, das finde ich nicht. Also ich finde, man spricht immer über Menschen mit Beeinträchtigungen, aber sehr selten mit ihnen. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn es um Kinderrechte geht. Es wird immer über Kinder gesprochen, aber man spricht nicht mit ihnen und sie haben keinen Einfluss. Und ja, weil die Kinder sind ja noch minderjährig. Ne? Also ja, trotzdem. Also ich finde, bei allen Themen, wo man versucht, etwas zu entscheiden und man ist selber nicht, vielleicht nicht betroffen, und man versucht von oben etwas runter zu dirigieren, das bringt nichts. Man muss mit den Menschen reden. Und ich sehe das alleine im Kreistag, da der Beirat, den wir dort haben, der besteht aus Familienmitgliedern teilweise. Und bis vor kurzem, die Frau, die für mich dort sitzt, die hat halt ein Pflegekind. Hat ein Pflegekind. Und das Pflegekind ist nicht mehr minderjährig. Ist jetzt volljährig. Genau. Und deswegen ist er im Prinzip kein Pflegekind mehr offiziell, sondern und sie durfte nicht mehr in den Beirat rein, weil sie eben nicht leiblich verwandt ist.
Also das ist doch irgendwie. Und dann bin ich an die Decke gegangen und habe so lange darum Terz gemacht, bis das geändert wurde. Und sie sitzt jetzt im Beirat und sie macht da richtig Stunk im positiven Sinne und kämpft wirklich für die Rechte der Menschen mit Beeinträchtigungen. Also. Und deswegen, also ich finde, alleine da sieht man, dass das hat dann irgendwann mal jemand entschieden. Und keiner hat es mehr hinterfragt. Das ist einfach totaler Blödsinn. Und da muss man sagen, also ich finde, Menschen mit Beeinträchtigungen müssten viel mehr gehört werden und müssten in diesen ganzen Demokratieprozess viel mehr mit einbezogen werden. Ja, das krasse Gegenteil von Inklusion ist ja Ausgrenzung. Leider gibt es immer mehr Hass und Hetze. Was kann man dagegen machen? Weil das ist ja auch ein riesengroßes Thema, was immer hier aller Munde ist. Was, da kann man anscheinend nichts machen, oder? Was meinen Sie? Also gerade jetzt auch durch die ganzen sozialen Medien ist es natürlich auch noch mal viel, viel verstärkter geworden. Und also wir fordern, das ist auch in unserem Wahlprogramm, wir fordern ein Landesantidiskriminierungsgesetz nach Berliner Vorbild. Also bei uns, die Linke in Berlin, die haben dieses Gesetz ja schon ins Leben gerufen letztes Jahr. Und es ist einfach eine Anlaufstelle für Menschen, die diskriminiert werden. Und es gibt zwar schon ein Gesetz auf Bundesebene, aber das deckt nicht mal ein Drittel der Probleme ab. Und das Problem ist auch, dass man zum Beispiel nur 2 Monate Zeit hat. Also wenn man gemobbt wird oder so, hat man dann nur 2 Monate Zeit, sich Hilfe zu suchen. Und das ist meines Erachtens nicht genug, weil man muss ja auch erstmal verstehen, okay, mir passiert etwas, was eigentlich nicht richtig ist. Und dieses Landesantidiskriminierungsgesetz, das soll den Menschen, also Menschen mit Beeinträchtigungen oder auch People of Color oder auch Frauen. People of Color. Jetzt muss ich ja sagen, das ist nicht leicht gesprochen. Ja, weil wir uns eben ja schon so ein bisschen unterhalten haben, war genau. Ich mir sicher, dass Sie das verstehen. People of Color, okay. Ja, genau. Jetzt reden wir über das Beliebte und die Zuschauer wissen, was jetzt kommt. Die gelbe Frage von ganz Deutschland. Corona regiert ja im Moment die Welt. Und was war das Ihre Meinung nach die schwierigste politische Entscheidung in der Corona-Krise? Naja, also auf Bundesebene sind wir ja in der Opposition. Das heißt, wir haben natürlich die Entscheidungen nicht wirklich mitgetroffen. Wir haben aber viele Entscheidungen auch mitgetragen, einfach damit, weil es ja um Menschenleben geht. Also es mussten Einschnitte getroffen werden, aber ich glaube, mit das Schwierigste ist natürlich, dass ganz viele Geschäfte, ganz viele Restaurants und so, die werden wohl einfach nicht mehr öffnen. Und das ist natürlich ein Einschnitt ins Leben, was ganz, ganz, ganz schwierig ist. Also gerade, wenn man sich die ganzen Künstler anschaut, die ganz extrem unter der Krise leiden, die total untergehen und nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren können. Ich glaube, das war mit einer der schwierigsten Entscheidungen. Aber wir hätten auch vieles anders entschieden. Ja. Was hätten Sie anders gemacht? Hätten Sie anders gemacht? Also wir haben damals einen Schutzschirm gefordert, also einen finanziellen Schutzschirm für die ganzen Kommunen, also für die ganzen Orte, die dann irgendwann nicht mehr wussten, wie sie alles bezahlen sollten, weil viele ja schon große Schulden haben. Und wir haben auch einen Schutzschirm für die Menschen einfach gefordert, weil so viele Menschen eben nicht mehr wissen, wie sie jetzt ihre Miete bezahlen sollen oder wie sie ihren Strom bezahlen sollen. Also da hätten wir sicherlich sehr vieles gemacht. Und man hätte einfach die Zeit im Sommer, als es ein bisschen entspannter war, die hätte man nutzen müssen. Um ganz vieles zu verändern. Alleine wenn ich mir jetzt ansehe, dass die Kinder wieder in Schulen saßen, ohne Belüftungssysteme oder ohne die anständige Geräte, mit denen man arbeiten könnte. Es ist ja jetzt im Dezember. Ich habe mich wieder gefühlt wie im März. Also im März haben meine Kinder auch schon da gesessen und kamen nicht auf dieses Bildungssystem. Das heißt Moodle. Also da müssen die online. Moodle? Genau, da müssen die online halt Schule machen. Und das ging im März nicht. Und das ging im Dezember wieder nicht.
Und man hätte ja diese Zeit einfach mal vielleicht nutzen können um ein bisschen was zu machen, um diese Lernprozess, um den Lernsick. Also das ist ja auch, liebe Zuschauer, das ist ja auch ein Hammer. Durch die Corona-Krise müssen wir alle mit Computern arbeiten, mit Videokonferenzen. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal mit meiner Sitzung, ich bin ja auch im Landesbeirat, mal Woche oder Monat, alle paar Monate mal im Landesbeirat mit dem Computer quatschen muss. Ja, da ist, glaube ich, ganz viel verpasst worden. Also auch psychisch. Also es gibt so viele Menschen, die einfach darunter leiden, dass sie alleine sind. Oder Kinder, die ihre Freunde nicht sehen können. Ich meine, wir wissen alle, wir müssen Einschnitte im Leben zulassen. Und ich bin da auch eine Verfechterin für, dass man da halt wirklich Abstand hält und die Maske aufzieht und solche Dinge. Aber ich glaube, dass... Das machen wir. Und die Zahlen, genau. Die Zahlen hier in Rheinland-Pfalz sind toi, toi, toi. Mal am Sinken und das ist gut. Gerade hier in Trier, ne? Ihr seid so ein bisschen. Ich habe so ein Meme gesehen. Kennen Sie Asterix und Obelix? Ja, die kenne ich. Und so hält sich Trier ganz wacker. Das fand ich ganz witzig. Also Trier hatte richtig gute Zahlen. Das ist schön, dass es da aufwärts geht. Ja. Gott sei Dank. Ja. Also jetzt kommen ja die wirklich gute, spannende Frage. Lassen Sie sich auch impfen, was sagen Sie zu den Impfgegnern? Da habe ich auch vor kurzem was gehört. Also ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Haben Sie gehört, dass einem dann Chips eingesetzt werden, oder? Nein, also ganz krass. Also ich weiß nicht. Und zwar haben sich auch Doktoren, auch die in den ganz großen Gremien sitzen, und jetzt heißt es, die Anti-Corona-Gegner, jetzt gehen die zu klingeln, die an die Tür und sagen, lassen Sie sich nicht impfen. Ja, die waren ja auch teilweise an den Schulen und haben Kinder angesprochen, sie sollen die Masken ausziehen. Also das ist richtig, das ist so grenzwertig. Aber da war da auch mal ein Busfahrer irgendwo mit dem Bus, da waren Schüler im Bus und da hat einer gesagt, Masken abziehen, da glauben sie gar nicht. Ja. Ich habe auch gedacht, welcher Mensch macht sowas? Man möchte sich ja gegenseitig schützen. Ich möchte ja auch nicht, dass jemand wegen mir krank wird. Also es ist eine ganz schlimme Vorstellung für mich. Und die Impfung, ja, also ich muss zugeben, ich bin ein großer Impffan. Mhm. Also meine Kinder haben alle Impfungen, die halt in dem kleinen Büchlein stehen. Also die Impfung, die sie haben müssen. Genau, den Impfpass, genau. Impfpass. Und ja, natürlich. Also sobald die Impfung für uns auch zugänglich ist, also ich hoffe, dass meine Kinder irgendwann geimpft werden können, weil die auch alle, also meine drei Jungs hatten keinen einfachen Start ins Leben, deswegen habe ich da auch ein bisschen immer ein schlechtes Gefühl. Ah, ja. Die wurden beatmet nach der Geburt, deswegen hoffe ich, dass die dann irgendwann auch die Impfung bekommen. Und Impfgegnern. Das Problem ist, ich glaube, die Menschen, also ich habe oft versucht, das Gespräch zu suchen, auch auf unseren ganz bekannten Demos in Wittlich, aber es geht nicht. Ich glaube, wenn die Menschen in diesen Verschwörungstheorien einmal drin sind, das saugt die so auf, dass die da, man kann keine normale Unterhaltung mehr führen. Die hauen einem direkt so viele Zahlen um die Ohren, was sie irgendwie bei Dr. Google gelesen haben. Ja, das ist auch das Merkwürdige. Ne? In den Nachrichten ist es so, ich sage das ja auch immer zu meinen Kollegen, wenn ich mal hier bin, hast du das mal gehört? Und dann ab und zu auch mal, ach nee, habe ich nicht gehört oder gesehen, weil du hörst so viele Zahlen im Radio, dann weißt du jetzt nicht, ist das jetzt wahr, ist es jetzt mehr oder weniger, aber die Distanzen, es gibt immer so Fachbegriffe, da denke ich, Leute, denk ich doch mal, sprich doch mal in leichter Sprache, damit das jeder mitkriegt. Aber es ist so. Aber es kommt so automatisch, deswegen ist es total gut, dass Sie es eben mit People of Color gesagt haben, weil es fällt einem auch nicht mehr auf. Ja. Und dann ist das gut, wenn jemand einmal sagt, hey, also ich mache zum Beispiel ganz viel Friedenspolitik und ich sage dann immer Konversion, jedes Mal. Und jedes Mal sagen mir ganz viele Leute, Melanie, das verstehen total viele Leute nicht. Und ich sage es trotzdem immer, weil man sich das so angewöhnt. Also das ist, und ich meine gerade, ich weiß noch, als die Pandemie wirklich, als man gemerkt hat, okay, es ist eine Pandemie, da saßen wir auch im Kreistag
und haben dann auch gesagt, ja, okay, es ist schön, dass überall Schilder nun hängen, was man machen muss, aber die sind zum Beispiel nur auf Deutsch. Das kann nicht sein. Aber also für Leute, die auch in anderen Sprachen sprechen. Genau, müssen. Und das ist, dann gab es Anzeigen, weil die Menschen sich dann nicht so verhalten haben, wie sie es sollen, aber woher sollen sie es wissen? Sollen sie es denn auch wissen, denn, wenn sie nicht verstehen, was genau. Und da muss sich ganz viel ändern, ja. Die zweite Welle wütet noch im Sommer 2020. Hat man ja schon geahnt, dass eine zweite Welle geben könnte. Hat die Politik das unterschätzt? Ja. Also ich glaube, man wollte den Menschen so ein bisschen Sicherheit zurückgeben. Es hat sich ja für alle gut angefühlt. Also man muss ja mal auf sich selber auch achten. Natürlich war es dann schön, dass man wieder ein bisschen mehr rausgehen konnte, mehr Leute sehen konnte. Ja. Aber gerade, es gibt ein Interview von Drosten. Drosten? Einem der Hauptärzte, die immer erklären, wie die Situation, die Lage gerade in Deutschland ist. Und er sagte im Sommer oder schon im Frühjahr, wenn wir die Menschen im Sommer wieder, wenn wir wieder sagen, ihr könnt wieder alles machen wie vorher, dann gewöhnt man sich daran und dann wird es umso schwieriger sein, allen wieder zu erklären, dass es im Herbst wieder strenger wird. Und ja, genau aber, so ist es gekommen. Ja, aber warum hat man dann nicht das Lockdown dann noch länger gemacht? Ich habe gelesen, dass sie sich gegen die Anti-Corona-Demos, Corona-Rebellen und Querdenker stellen. Da laufen ja auch Menschen mit die linke Einstellung haben. Was sagen Sie denn? Warum laufen die mit Rechtsextremen auf den gleichen Demos? Warum? Also bei uns in Wittlich sind ja ganz regelmäßig diese Demos. Die waren wirklich jede Woche. Das war total ermüdigend. Das war, weil da so extrem gehetzt wurde. Also mir geht sowas total an die Seele, wenn solche Dinge erzählt werden, wenn... Also stimmt das nicht? Dass Linke damit laufen? Ja. Also in Wittlich ganz bestimmt nicht. Ich meine, da kennt man sich ja, das wird man direkt erkennen. Glücklicherweise waren da keine Linken unterwegs. Aber klar, das ist bei uns in der Partei natürlich auch eine große Debatte. Es war halt bei den Querdenkern ein ganz großes Mischmasch an ganz verschiedenen Menschen und mich hat das auch sehr gewundert, dass einige auch also gerade in Berlin, bei den Demos auch dabei waren, die sich selbst eher links einordnen würden. Linke bei uns aus der Partei, würde ich mal behaupten, sind da nicht mitgelaufen, aber definitiv Menschen, die sich links einordnen. Das kann ich mir persönlich aber auch nicht erklären. Aber ich denke, dass viele vielleicht einfach in dieser Panik mitgeschwommen sind. Ne? Also ja. Manchmal, ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen einliest und fängt an, diese Verschwörungstheorien da so aber richtig reinzutauchen. Aber das ist doch gar nicht, das ist doch, also man merkt, ne, die Virologen, wenn die sagen, Leute, das ist kein Spaß. Also man hat es ja im Fernsehen, die pro Tag, jeden Tag kommen da neue Zahlen, neue Infektionen. Da kriegt man doch nach Schaudern. Und ja, warum geht man da nicht hin und sagt, ey Leute, okay, wenn ihr nicht keine Masken trägt am nächsten Tag, wenn ihr macht so weiter, dann liegt ihr selber da. Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht verstanden wird. Also ich finde, wir Linke verurteilen das natürlich absolut und würden auch, finden es auch ganz schlimm, dass so viele Menschen mit Rechtsextremen auf die Straße gehen. Also es war für mich auch selbst persönlich total erschreckend. Also auch als auf einmal der Bundestag gestürmt wurde oder einmal wurde der Bundestag gestürmt. Ja, und da waren auch einige aus unserer Wittlicher Demo dabei und das ist, also es ist wirklich erschreckend, dass es so weit gekommen ist und auch als die AfD einige Querdenker in den Bundestag hineingelassen hat, da haben mir Genossinnen und Genossen, die im Bundestag sitzen, erzählt, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in den Büros eingeschlossen. Also das ist eine Entwicklung in Deutschland, die macht, also die, da bekomme ich das Schaudern, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man möchte weder, dass die Menschen krank werden, noch möchte ich natürlich, dass der Rechtsextremismus größer wird und ich hoffe, dass die Menschen zur Besinnung kommen. Man hat es auch gesehen, also die Bilder von diesen Erstürmungen, ich habe auch gedacht, ja. Der kann nicht sein.
Also wir haben in Wittlich zum Beispiel öfters das Ordnungsamt, also da Hut ab, die mussten ja auch wirklich auch jede Woche sich da hinstellen, die müssen sich auch so übel beschimpfen lassen. Und wir standen ja auch da immer mit der Antifa und haben viel, aber auch trotzdem auch mit Polizei und Co. gesprochen und haben immer wieder gesagt, bitte gib doch zur Auflage, dass die alle eine Maske tragen müssen, die kommen doch dann irgendwann nicht mehr. Und anfangs war das wirklich ohne Maskenpflicht. Mittlerweile müssen auch die Corona-Rebellen die Masken anziehen und da sind wohl auch schon ein paar... In den Knast. Nee, so weit leider nicht. Aber ja, es gab halt Strafen, ne? Also Strafzahlungen. Ja, Strafzahlungen, aber was nützen Strafzahlungen? Die sagen, okay, ich zahle das, aber ich mache es trotzdem. Ja, es läuft immer noch. Also wir sind vorsichtiger geworden. Wir stehen nicht mehr mit vielen Leuten da. Wir machen eine Art Schichtbetrieb. Das klingt total witzig, aber wir machen Schichtbetrieb, damit wir nicht mit so vielen Menschen da stehen. Haben wir einen Tagschicht, Nachtschicht? Nee, Gott sei Dank nicht. Die stehen ja Gott sei Dank nur am Tag da. Obwohl, die stehen auch abends da und zünden ihre Kerzchen an. Das machen sie ja auch hier in Trier. Ja. Warum hat es die Linke bisher noch nie geschafft, in den rheinland-pfälzischen Landtag zu kommen? Warum habt ihr es nicht geschafft? Tja, wenn Sie da ein Rezept haben. Ja. Ich weiß es nicht, ich habe kein Rezept. Ja, es ist schwierig, wenn man nicht im, ich sag mal, wenn man, wir sind natürlich hier eine etwas kleinere Partei und wir sind auch eine Partei, die natürlich keine Firmenspenden annimmt. Und leider hängt das Leben natürlich auch immer viel an den Finanzen. Und wir müssen natürlich schauen, also es ist natürlich sehr gut, dass wir nicht käuflich sind. Wir sind ja die einzige Partei, die im Bundestag sitzt, die keine Firmenspenden annimmt. Ne, nicht so von Lufthansa sich mal bezahlen lassen und dann... Wie finanzieren Sie das denn? Ja, wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge und genau. Und deswegen führen wir natürlich einen anderen Wahlkampf als andere Parteien. Es hat ja alles immer was Gutes und was Schlechtes. Ja. Und wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Wir sind ein kleines Team, wir sind ein total cooles Team auch dieses Jahr. Wir haben eine ganz junge Liste gewählt. Ich glaube, ich bin unter den ersten 5 mit die Älteste. Und, also sehen Sie, so alt sehen Sie noch nicht aus. Also. Ja, wir haben eine sehr junge Liste gewählt. Das ist, also wenn wir in den Landtag kommen, dann werden wir da, glaube ich, ja, hoffentlich sehen wir sie dann auch. Ja, das hoffe ich auch. Ja, wir werden es sehen. Also wir werden alles dafür tun, reinzukommen, aber es gibt natürlich, es ist schwierig jetzt auch gerade in Pandemiezeiten. Ja. Ja, jetzt kommt eine Frage 3. Wie läuft denn so eine Parteisitzung bei den Linken ab? Wird da immer so viel gestritten oder was auch immer? Wie sieht das denn aus? Also wir Linken streiten schon sehr gerne. Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also wir diskutieren gerne. Wir haben halt ganz unterschiedliche Menschen bei uns in der Partei. Aber das macht uns auch aus. Also wir sind keine Partei, wo du jetzt oben die ganzen Chefs hast, die runter was diktieren, sondern wir reden immer mit der ganzen Mitgliedschaft. Und auch mit dem Gysi. Naja, also ich war ja in Berlin und habe Gregor zum ersten Mal getroffen. Und das ist das Schöne bei Genossinnen und Genossen. Man ist dann direkt per Du und man sieht sich auch direkt auf Augenhöhe. Also man redet miteinander einfach als Genossin und Genosse und das ist das Schöne. Und da kann man sich natürlich auch mal ein bisschen was an den Kopf klatschen. Aber ich glaube, dass gerade durch solche Diskussionen die besten Ergebnisse kommen. Weil wir uns halt ehrlich auch sagen, hey, das läuft so nicht. Und da kann man auch mit dem Landesvorstand gut debattieren und das ist manchmal anstrengend. Warum sind Sie nicht allein die Spitzenkandidatin? Warum ein Spitzenduo? Also wir haben als Linke wir gehen immer zu zweit ins Rennen als Spitzenduo und uns ist es generell auch ganz wichtig, dass unsere Listen quotiert sind. Das heißt, es ist immer Mann, Frau oder Frau, Mann, Frau, Mann. Und deswegen, es hätten natürlich auch zwei Frauen sein können, aber ich gehe mit dem David ins Rennen, mit dem David Schwarzendahl und das ist ein guter Freund von mir und das ist ein ganz toller Genosse und wir gehen da als Einzige, als Team rein und das ist auch gut so, weil wir uns sehr gut ergänzen. Sehr so, gut. Jetzt kommt eine Frage. Ich denke mal, Trump wollte ja die US-Truppen aus Spangdahlen abziehen. Ich habe gelesen,
dass sie auch dafür sind, dass sie wollen die Airbase auch komplett lahmlegen. Warum? Genau. Ich will sogar alle Militärstützpunkte, US-Militärstützpunkte lahmlegen. Ich will das jetzt netterweise, ich will das ja nicht sagen, wenn uns jetzt mal eine Bombe hier von anderen Ländern kommt, dann können wir ja froh sein, dass die Amerikaner uns verteidigen. Also ich bin ja mit einem Ex-Soldaten verheiratet. Ja. Also ich habe sozusagen, ich habe eben die Konversion angesprochen, das heißt die Umwandlung vom Militärstützpunkt, das habe ich sozusagen in meinem privaten Leben gemacht. Mein Mann ist jetzt auch stolzer Linker und kein Soldat mehr. Okay. Also ich kann nur sagen, das US-Militär ist nicht hier, um uns irgendwie zu schützen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es uns zum Angriffspunkt macht. Also alleine die Tatsache... Aber wenn jetzt zum Beispiel in Amerika einer sagt, komm, wir müssen da jetzt irgendwie Stress machen, kriegen die Spandalen was ab und dann sitzen wir dann sozusagen auf deinem Präsentierteller. Also ich glaube, wir sitzen auf dem Präsentierteller, weil die Amerikaner sich gerade mit Trump viele Feinde gemacht haben. Oh, hören Sie das auch. Und wir haben direkt die Militärstützpunkte um die Ecke und wir haben 20 Atombomben, die gar nicht weit von hier lagern und die müssen weg. Auf jeden Fall. Also ich persönlich, es hat auch nichts. Uns Linken wird immer Amerika. Wir haben Atombomben. Genau. Also in Büchel, das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das hier von Trier weg ist, aber da werden 20 Atombomben gelagert. Und die müssen auf jeden Fall weg, weil das natürlich alleine die Tatsache, dass da Atombomben lagern, ist natürlich schon gefährlich. Es macht uns zum Angriffsziel. Und dann haben wir natürlich unten noch in Ramstein, da werden Drohnen. Also von dort aus werden Drohnen gesteuert und Drohnenkriege geführt und das aus Deutschland. Und das müssen wir, da ist die Linke ist eine Friedenspartei und deswegen möchten wir natürlich, dass das aufhört. Ich habe gehört, dass es die Linke einen Systemwechsel haben möchte. Sie will einen demokratischen Sozialismus haben. Genau. Was heißt, was wollen Sie sich denn darunter vorstellen? Genau, die Linke, jetzt mal so. Die Linke will den demokratischen Sozialismus. Das ist für uns auch natürlich das Ziel. Und das bedeutet, demokratischer Sozialismus bedeutet, dass wir eine friedvolle Welt möchten. Wir möchten, dass der Mensch einfach im Vordergrund ist. Und also wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich nur um Kapitalismus dreht. Ja. Ja? Das heißt, alles dreht sich ums Geld. Wenn du eben nicht genug Geld hast, dann kannst du eben nicht in eine gute Schule gehen und dann kannst du eben auch keinen guten Job machen. So. Und das wollen wir durchbrechen und das wollen wir mit dem demokratischen Sozialismus erreichen. Das heißt, wenn du kein Geld hast, kannst du die Welt nicht regieren oder wenn du kein Geld hast, bist du nichts. Also ich glaube, es gibt Ausnahmen, aber meistens ist es wohl leider so. Also man sieht das ja auch, wenn Kinder von Eltern, die in sozial schwächeren Verhältnissen aufwachsen, ne, die einfach nicht so viel Geld haben, die können sich das dann halt nicht leisten, dass das Kind in eine, ich sage jetzt mal, gute Schule geht, weil das wird ja auch einfach so aufgesplittet. Ja. Es gibt gute Schulen, es gibt dann Schulen, na, die haben halt nicht so einen guten Ruf und das wollen wir halt einfach durchbrechen. Und ja. Viele, also in der jetzigen Gesellschaft ist es ja auch so, vielleicht haben Sie es ja auch schon mal gehört, dass immer gesagt wird, der Markt regelt alles. Der Markt. Das heißt, zum Beispiel jetzt bei den Impfungen wird dann gesagt, okay, die Impfungen sind dann irgendwann da und irgendwann wird sich das schon auspendeln, dann wird eben jeder geimpft. Und wir sagen aber, der Markt regelt das nicht. Für die Linke ist ja die Solidarität in der Gesellschaft super wichtig. Wo ist da der Unterschied zur SPD? Der SPD ist ja so auch solidarisch. Ja, auch Solidarität, ja auch wichtig. Eine Frage stimmt, als ich die Frage gelesen habe, habe ich da schon schwer dran geknabbert. Das haben Sie sich sehr gut ausgedacht. Nein, aber ich fand es ganz faszinierend, dass in Zeiten, also wir haben das Wort Solidarität, ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und
In Zeiten der Pandemie haben wir uns auf einmal gewundert, dass auf einmal alle Parteien über Solidarität gesprochen haben und solidarisch sein. Und ich fand es auch total toll, dass so viele Menschen solidarisch miteinander waren, dass man gegenseitig für sich einkaufen gegangen ist und solche Sachen. Aber ich behaupte, dadurch, dass wir die Menschen auf Augenhöhe sehen, dass das wahre Solidarität ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied von uns zur SPD. Das habe ich ja eben schon mal ein bisschen erklärt. Diese Lobbyarbeit, das heißt, dass die SPD nimmt ja auch Spenden an von großen Firmen. Und sie nicht. Und wir nicht. Und ich finde, das ist wirkliche Solidarität, dass wir sagen, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da. Wir sind nicht für die großen Firmen da. Wir sind nicht da, damit Lufthansa noch ein bisschen mehr Geld bekommt, damit sie weiter ihre Flüge machen können oder um irgendwelche Banken zu retten, sondern wir sind wirklich für die Menschen da, die uns wählen. Oder eigentlich für alle auch, für die uns nicht wählen. Jetzt zum Schluss möchte ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen. Sie haben ja, haben Sie ein paar Tattoos, finde ich toll. Welche Bedeutung haben die Tattoos? Für was stehen sie? Also ich habe mir in meinem Leben immer, also erstmal danke fürs Kompliment. Danke, bitte. Ich habe mir immer eine Tätowierung machen lassen, wenn irgendwas Wichtiges in meinem Leben passiert ist. Oh. Und die man jetzt sieht zumindest, das ist zum Beispiel der Name von meiner Tochter. Ah. Und ist eigentlich ein bisschen unfair, die hat eine viel größere Tätowierung als meine Söhne bekommen. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, okay. Da fehlt auch noch einer, aber jetzt während Corona ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Das ist dann für meine Zwillinge, das sind ihre Lieblingscharaktere. Ah. Einmal den Super Mario und einmal den Baby ohne Zahn. Baby ohne Zahn? Ja, ohne Zahn, ist von einem Zeichentrickfilm. Okay. Ohne Zahn, ist ein ganz süßer Drache. Und das ist halt, also hier habe ich noch einen Notenschlüssel, weil ich ja auch Musik mache. Es hat alles, jedes Tattoo hat so ein bisschen eine Bedeutung. Ja. Ich habe gelesen, dass Sie gerne Musik machen. Ich bin großer Sarah Connor-Fan. Von wem sind Sie Fan? Es ist ganz witzig, dass Sie Sarah Connor-Fan sind, weil ich habe nämlich zufälligerweise die gleiche Tätowierung wie die Sarah Connor. Ja, die Sarah Connor hat die Tätowierung. Hinterm linken Ohr hat die. Hinterm linken Ohr. Die hat jetzt mittlerweile auch in chinesischen. Chinesisch auch im Rückenbereich. Ja, also ich mag die Alanis Morissette ganz gerne. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Nee. Die hat früher so Ironic und sowas gesungen. Genau. Die mag ich total gerne und ich singe total gerne ihre Lieder. Ja. Genau. Ich mag Sarah Connor, weil die auch viel live singt, viel live aufnimmt. Ja, also kommt auch viel, jetzt kommt sie ja auch besser rüber mit der neuen Musik. Vorher hat sie ja mehr Englisch gemacht und jetzt macht sie mehr Deutsch. Und mit Deutsch kommen alle Stars irgendwie besser rüber. Ich muss es gestehen, ich kenne die neuen Lieder von Sarah Connor gar nicht. Muss ich mir mal anhören. Ich habe nur zufälligerweise, wie gesagt, die gleiche Tätowierung. Aber sonst, aber höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ja. Ja, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Frau Mary Sims für das Interview. Das war's leider. Liebe Zuschauer, das war's auch vom Team, vom Medienteam. Wir werden uns aber bald wiedersehen, wenn das nächste Interview stattfindet. Ja, vielen lieben Dank von mir, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du auch bei uns warst. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.